So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD, wo wir im letzten Part den Himmelsgeist Narisha getroffen haben, ihm eine Kürbissuppe geliefert haben und daraufhin auch noch was in Erfahrung gebracht haben. Nämlich, dass wir, um zum Triforce zu gelangen, wir das sogenannte Heldenlied brauchen. Das Heldenlied besteht, aus vier Textzeilen. Eine Textzeile besitzt, Narisha. Die letzte Zeile, die er uns allerdings erst mitteilen will, wenn wir die ersten drei Zeilen oder Textabschnitte, eingesammelt haben. Jene Textabschnitte sind, im Besitz der legendären, oder besser gesagt, der heiligen Drachen. Also der Drache Firone, der Drache vom Elden und natürlich auch noch der Drache von Ranel. Den Drachen von Firone, den kennen wir ja schon. Haben wir sowieso auch schon ein paar Mal gesehen. Und dort will ich mich eigentlich jetzt auch als allererstes hinbegeben. In den Wald von Firone, um dort dann die erste Textzeile zu erhalten. Oder was sagst du, Fei? Wie sieht denn unser nächstes Ziel denn jetzt aus? Das Heldenlied ist notwendig, um das Triforce zu erlangen und damit den Todbringer zu vernichten. Suche die drei Drachen des Erdlandes und lerne von ihnen die drei Stimmen des Heldenlieds. Tja, und wie schon gesagt, anfangen tun wir jetzt natürlich mit Firone. Außerdem habe ich auch endlich mal in Erfahrung bringen können, was, oder besser gesagt, wo ich Vogelfedern herkriege. Und die Antwort darauf ist sowas von simpel. Vogelfedern kriegen wir natürlich von ganz normalen Vögeln und hätten wir schon zu dem Zeitpunkt einsammeln können, wo wir den Kescher gekauft haben. Tja. Manchmal denkt man, man bräuchte irgendein spezielles Monster für Vogelfedern. Aber nein, am Ende ist es dann doch so, dass wir ganz normale, handelsübliche Vogelfedern von ganz kleinen Spatzen brauchen. Und noch nicht mal von Krähen. Na gut, als allererstes fangen wir, wirklich mal mit dem Drachen von Firone an. Warte mal, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Der Großteil unserer Teleporter sind ja weg. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Firone hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dort ist momentan nicht möglich. Naja, gehen wir dann erstmal zum Anfang des Siegelhaines. Hey Link, gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Was? Einen Moment, ich bring mich schnell in Stellung. Was zum... Oh, gleich geht es los. Keine Panik auf der Titanic. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Link, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Wieso zum Henker kommt er denn jetzt nochmal? Also ernsthaft, wieso kommt der Todbringer denn jetzt nochmal? Es ist ja gerade mal zwei Parts her, wo wir gegen ihn gekämpft haben. Ich bin mir jetzt hierbei noch nicht mal so ganz sicher, ob das jetzt so gut ist, dass wir jetzt schon gegen ihn kämpfen. Das kann jetzt aktuell nicht so ganz richtig sein. Aber gut, nach Händen und Füßen, was kriegt denn jetzt als nächstes? Flügel? Ein Sixpack?
Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Link, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? Ach, diesmal hat er einen Schwanz auch noch gekriegt. Okay, Angriffsmodus. Komm schon! Will er mich verarschen? Er kann... Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, holen wir den Kerl vom Himmel. Okay. Wow, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, beeil dich. Sag mal, waren die Wandmalereien da eigentlich schon immer da gewesen? Oh! Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir nur? Link, steig zum Tempel hoch und komm dann schnell her. Okay. Ja, was nun? Hey Link, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur eins, Link. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Bei dich. Das ist der einzige Weg. Was? Okay. Gut, bis auf den Katapult. Ziele auf die Siegelsteine auf seinen Kopf. Was? Hallo! Okay, das war ja, sagt jetzt ein bisschen unerwartet und auch ein bisschen fies gewesen, dass er die Bomben, sagt, versperrt hat. Und generell, wieso ist er jetzt eigentlich schon wieder draußen?
Hätte ich vielleicht etwas irgendeinen Grund zum Wald von Fiorona als letztes hin müssen? Kommt mir jetzt so langsam oder sicher so vor, als hätte ich hier als letztes hin müssen. Aber egal. Los, Link! Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein! Schnell! Ja, doch. Tja, und jetzt sei wieder gebannt. Verbannter. Zurück mit dir in die Unterwelt! Puh, Link! Das war wirklich knapp, da haben wir nochmal Glück gehabt! Ich gehe gleich zum Tempel, beeil dich und komm nach! Also ernsthaft, ich wollte doch jetzt eigentlich ja bloß einen Liedtext finden. Aber gut, hier wird ja sag auch die Geschichte von Anfang her sag erzählt. Die Fratze des Bösen steigt aus dem Erdreich hervor. Chaos und Verwüstung. Die Göttin Hylia kommt, um gegen den Unhold zu kämpfen. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Fratze, Fratze, Fratze. Lichtwette sagt das Ganze bannen, bla bla bla. Und alles ist wieder wunderbar. Nur war das jetzt hier im Großen und Ganzen, er sagt nichts, was ich vorhatte. Tja, was ist dann jetzt, sagt bloß, mit Fiorone los? Na gut, Lebenspunkte sind wieder vollständig. Und ich wollte eigentlich ja jetzt bloß hier hin, um Vogelfedern zu sammeln. Was? Ungeheuer ein drittes Mal gebannt! Ja. Link, Balu, ihr habt beide Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden, Link? Ja. Du suchst also die drei Drachen und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Fiorona am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Was glaubst du, weshalb ich jetzt der Sack hier bin? Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Fiorona überflutet. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen. Denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Fiorone gelangst. Haha, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Link. Eine bessere Idee haben wir nicht. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge. Aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Link, gib auf dich Acht. Werden wir tun, Impa. Werden wir tun. Zuvor allerdings räumen wir erstmal noch deine Schatzkammer ein bisschen leer, würde ich mal sagen. Die Fee kommt ein bisschen zu spät.
oder zu früh? Eins von beiden. Naja, so oder so haben wir jetzt erst einmal... Wartet, der Kescher. Es kann immer noch sein, dass die Vögel gleich hier sind. Und ich will verdammt nochmal... Ja, so viel dazu. Wenn wir, sag schon mal, hier sind. Ich glaube, wir haben einen zu kleinen Kescher für diese Mission. Oder der heilige Schildblatt, der sagt, auf ewig. Oh, das gibt's doch, er sagt nicht. Wie sollte man das denn jetzt sogar am besten hier machen? Okay, das ist jetzt zu blöd. Der heilige Schild bleibt, er sagt, heilig. Ach, und jetzt auf einmal kommen, er sagt, massig Herzen hier. Na gut. Rein ins Katapult, Link. Du willst in den Wald von Fione? Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Ja, bitte. Na, dann lass dich mal machen. Ab in den Wald von Fione. Auf geht's. Ich bin mir ziemlich sicher, das wollte er schon immer mal mit uns machen. Tja, Wald von Fione. Die Wasserversion. Tja, Oberhaupt, was ist hier los? Oh, du bist doch... Oh, du bist doch... Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, so, Link also, komischer Name. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Naja, das Wasser. Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Sag das mal dem Monster da drüben. Aber interessant. Okay, irgendwie müssen wir jetzt, glaube ich, nach dort oben gelangen. Das Rätsels Lösung befindet sich jetzt sicherlich irgendwo... auf diesen Baum drauf. Ach, Moment, wartet mal. Wo war denn jetzt der sackierte Eingang gewesen? Wo genau war denn jetzt hier der Eingang gewesen?
Ja, wo genau war jetzt hier der Eingang? Der Eingang war doch hier irgendwo. Allerdings glaube ich, haben wir jetzt also hier viel zu wenig Sauerstoff. Okay, da haben wir jetzt sogar noch Peck oder wie auch immer er hieß. Paraqua. Der ganze Wald steht unter Wasser. Tja, wem sagt er das? So, kannst du mir jetzt weiterhelfen? Vorsicht, Vorsicht, die Strömung hier ist zu stark. Nimm besser den oberen Ausgang. Boah, nimm besser den oberen Ausgang. Klar, Doppelsprung. Warum jetzt nicht? Die Strömung ist zu stark für dich. Ja, ja, Menschen zu gefährlich. Bla, bla, bla. Gut, jetzt müssen wir hier, glaube ich, raus. Wartet, Fiorone ist hier? Hallo, Fiorone? Hast dein Gebiet ein bisschen erweitert? Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten? Ja, ich, der auserwählte Held. Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, Link? Jo. Lass dich ansehen, du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann und das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe es, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute, eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Ja. Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Okay, und wo soll's hingehen?